Hallo ihr Lieben, der Herbst ist jetzt auch schon in Wolfsburg angekommen. Ich habe aber überhaupt keine Lust auf dieses Wetter und deswegen drehen wir den Eventguide heute von einem anderen Ort. Der Eventguide wird präsentiert von was-wann-wolfsburg.de, dem Veranstaltungskalender der WMG. Da seid ihr ja schon. Dann habe ich auch den ersten Tipp für euch in Wolfsburg gebliebenen, denn am Freitag um 13.30 Uhr könnt ihr einen Schiffsausflug auf dem Mittellandkanal machen und diesmal ist es die westliche Tour bis zur Schleuse Süfeld. Und auch am Freitag gibt das Kammerensemble I Musici di Roma und Albrecht Meyer ein Konzert im Charun-Theater Wolfsburg. Um 20 Uhr geht's dort los und ihr könnt Musik aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert hören. Und wie bereits im letzten Eventguide angekündigt, am Samstag um 19 Uhr gibt es das Oktoberfest für alle stillen Helden. Die Tickets dafür kosten im Vorverkauf 19,90 Euro und ihr könnt es zum Beispiel bei der Bäckerei Leifert in Detmarode kaufen oder beim Kiosk Carissa oder beim Kiosk Bunte Tüte auf der Saarstraße 31. Die Band Dorfrocker, die auftreten wird. Ich habe euch gesagt, guckt sie euch bitte mal bei YouTube an. Vielleicht hat es der ein oder andere gemacht. Sie sind mega witzig und spielen Lieder wie Hurra, das ganze Dorf ist da, Oma Hanna oder Alter Falter. Am Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ist Achtung Laser im Pheno. Wer wollte sich denn nicht schon immer mal wie ein Meisterdieb durch ein Laserlabyrinth schlängeln? Ich auf jeden Fall und deswegen empfehle ich jedem, am Wochenende oder auch grundsätzlich in den Herbstferien ins Pheno zu gehen. Am Sonntag um 20 Uhr wird der amerikanische Film aus dem Jahr 2019 The Climb im Kino im Hallenbad gezeigt. Mike und Kyle machen eine Fahrradtour, wo Mike Kyle beichtet, dass er mit seiner Verlobten eine Affäre hatte, aber schon lange bevor sie zusammen waren. Wer wissen möchte, wie es ausgeht, sollte am Sonntag ins Kino im Hallenbad gehen. So ihr Lieben, das waren meine Events für euch. Ich hoffe natürlich, es war was für euch dabei, aber ich gehe jetzt erstmal zur Cocktailbar.